Hallo, ihr Lieben. Heute zu einem Thema, was ganz viele von euch ja betrifft. Ihr habt eine Traumatherapie gemacht. Ihr habt ganz viel Bewusstsein erreicht. Ihr habt viel gelesen. Und trotzdem fallt ihr immer wieder in das alte Muster. Und wie kann das jetzt zusammenhängen? Woher kommt es? Also vorab ist es einfach so, man kann jahrelang Traumatherapie machen und da ist mal die erste wichtige Frage, ist es die für dich geeignete Therapie gewesen? Körperorientierte Therapien gehen ja ein ganzes Stück tiefer, weil Trauma sitzt ja nicht in dem Kognitiven, sondern Trauma sitzt ja wirklich in unseren Körperzellen, sitzt ja ganz tief verborgen in uns und nur durchs Reden, durch Gesprächstherapie, kommt man da oft ganz, ganz, ganz schwer dran. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du trotz abgeschlossener Traumatherapie immer wieder in die Muster fällst, dass immer wieder die gleichen Situationen auftreten, möchte ich dir heute ein paar Gründe nennen, warum das zusätzlich noch so sein kann. Überleg dir zuerst einmal, wie ist dein Umfeld? Hast du dich von dem toxischen Umfeld befreit oder hast du immer noch viel Kontakt zu den Eltern, zum Partner, zu den Menschen, die dich verletzt haben, weil es einfach aus anderen Gründen nicht geht, was weiß ich, weil du Familie hast, im Freundeskreis sind die Menschen dabei und du wirst dadurch immer wieder getriggert und immer wieder erinnert an die alte Situation. Und ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig, dass man dann Kontakte abbricht, dass man sich komplett neu orientiert, weil es oft heißt, auch einen Freundeskreis zu verlassen und sich neue Freunde zu suchen, was natürlich auch nicht einfach ist. Aber solange du dich in einem Umfeld befindest, das dir nicht gut tut, wo dich immer wieder runterzieht, wo du niedergemacht wirst, wo du immer wieder konfrontiert wirst mit deinen alten Wunden, also das wäre übermenschlich, wenn du dann stabil wärst. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig, wenn du zum Beispiel schon ganz ausgeprägte Symptome gehabt hast, zum Beispiel schwere Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen, ist es natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung. Und es ist immer wieder, ich sage das so nach den Worten von Gunther Schmidt, den schätze ich sehr, das ist ein hypnosystemischer Therapeut, es ist immer wieder eine Einladung, quasi, dass man nochmal ein Stück hinschauen muss und dadurch vielleicht auch ein Stück bewusster noch wird und es weiter aufarbeiten kann. Also, wenn du wieder zurückfällst, sei bitte gnädig und liebevoll mit dir und sieh es als erneute Einladung, in Anführungszeichen, einfach nochmal ein Stück tiefer zu gehen, nochmal hinzuschauen. Weil wer wirklich schwerst traumatisiert worden ist durch eine narzisstische Mutter, narzisstischen Vater oder auch in Beziehungen, es dauert sehr, sehr lange und sei da geduldig mit dir. Und dann ist natürlich auch wichtig zu beachten, dass bestimmte biologische Faktoren eine Rolle spielen können, die natürlich auch oft traumabedingt sind, wenn du zum Beispiel eine geringe Stresstoleranz hast, einfach auch von der Anlage her. Es gibt Menschen, die sind robuster, manche sind sensibler, manche können schneller was wegstecken, aber wenn du da eine hohe Anfälligkeit hast, für Stress zum Beispiel auch, dann versuch wirklich dein Leben so zu organisieren, dass du ganz viel Auszeiten hast. Also bei mir ist es persönlich zum Beispiel auch so, ich kann nicht so viele Klienten nehmen. Erstens möchte ich für jeden Einzelnen individuell da sein und setze da meine ganze Herzensenergie ein. Und das andere ist aber, dass ich auch immer wieder Auszeit brauche, um mich zu regenerieren, um Kraft zu tanken und einfach bei mir selber zu bleiben. Und scheue es auch nicht, wenn du wieder zurückfällst, dir eine Unterstützung zu suchen. Hör nicht auf, vielleicht auch mal eine andere Therapieform auszuprobieren oder in Gruppen zu gehen, dich auszutauschen, soziale Verbindungen zu knüpfen, die Ähnliches vielleicht erlebt haben, aber ein Stück schon weiter raus sind, die dir dann dadurch vielleicht helfen können, weil reine Selbsthilfegruppen, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, die nur
Das Traumakreisen bringen dich nicht weiter, sondern ziehen dich runter, aber schau nach einer Gruppe, wo vielleicht therapeutisch begleitet ist. Ich mache ja auch viele Masterminds immer mal wieder, wo man einfach in der Gruppe die Dinge aufarbeitet, was einfach sehr, sehr wundervoll ist, so unter Gleichgesinnten, sage ich mal so. Also es sind dann lauter Betroffene von narzisstischem Missbrauch, dann auch mal neu hinzuschauen und dann kann man sich auch gegenseitig motivieren. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du eine Traumageschichte hast, weißt du ja vielleicht, dass unser Nervensystem eigentlich ein bisschen darauf ausgerichtet ist, die Dinge immer wieder zu wiederholen, weil das kennt unser Gehirn, das kennt unser Nervensystem, das ist immer gewohnt. Also das ist einfach was Vertrautes und dass man dann ganz unbewusst, und das ist kein Schuldvorwurf, dass man ganz unbewusst immer wieder Situationen inszeniert, in Situationen geht, die dich an das alte Trauma erinnern, weil so ganz unbewusst die Hoffnung da ist, jetzt kann ich es lösen. Oder wenn man sich an Menschen klammert, jetzt wird doch der endlich mal merken, dass ich ein toller Mensch bin, dass ich liebenswert bin. Oder irgendwann, wenn ich nur wieder mehr tue, wieder auf die Mutter zugehe, auf den Vater, irgendwann werden sie doch merken, was für ein wunderbarer Mensch ich bin und mich doch lieben. Und es ist sehr, sehr gefährlich, weil da muss man ganz bewusst hinschauen, was sucht man im anderen Menschen wirklich und ganz klar dann auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, ich bin jetzt wieder die Traumaschleife gegangen, ich habe mir wieder Menschen gesucht, die mir nicht gut tun, weil es mir vielleicht bekannt ist. Da fühlen wir uns wohl. Das haben wir ja von Kindheit auf gelernt, dass wir so schlecht behandelt werden. Und ich sage ja, ein Mensch ist jetzt kein Wesen, wo sich gern verändert. Und unser Gehirn ja auch nicht. Unser Gehirn ist ja relativ bequem und nutzt halt auch sofort wieder die alten Autobahnen quasi, darum ist es ja auch so schwierig, wenn man Muster verändern will. Man braucht ja wirklich hunderte von Wiederholungen, dass das Gehirn quasi lernt, ich kann auch mal einen Stopp sagen, ich kann einen Stopp reinbringen zwischen Reiz und Reaktion und ich kann jetzt einen anderen Weg gehen. Vielleicht kennst du auch das Bild mit der Rutsche, du stehst oben auf der Rutsche und bevor du anhältst und überlegst, will ich da jetzt wirklich runterrutschen, bist du schon wieder unten und voll im Traumasumpf drin. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann sind einfach auch die ganzen Selbstregulationsmechanismen total wichtig, dass du das lernst, dass du eben spürst rechtzeitig, vor allem auch körperlich spürst, wann rutsche ich jetzt wieder ab, dass du vorher den Stopp reinbringen kannst und sagen, komm, ich atme jetzt ein paar Mal intensiv durch. Ich gehe jetzt einfach mal kurz in den Garten oder in den Park oder ich laufe ein paar Schritte oder laufe Treppen rauf und runter, eine körperliche Bewegung, dass du, wenn du in so einer Situation schon drin bist, dass du dann Abstand dazu bekommst. Dann kannst du aus einer Metaposition draufschauen und sagen, will ich jetzt wieder diese alte Traumaschleife gehen, will ich jetzt wieder da rutschen in den Sumpf rein. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir uns ja sehr oft mit unserer Traumageschichte identifizieren. Ich bin so, weil ich das und das erlebt habe. Und das ist eine sehr eingeschränkte Sicht auf uns selber, weil ich bin der Meinung, wir sind viel mehr neben dieser ganzen Traumageschichte. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, immer wieder Ressourcenarbeit zu machen, zu schauen, was kann ich, was habe ich alles schon geschafft, das Selbstbewusstsein aufzubauen. Und wenn du die Zettel machst und die überall in deiner Wohnung und im Haus verteilst oder hinhängst, dass du immer wieder erinnert wirst, was bist du sonst noch außer diesen erlittenen Traumata? Das ist ganz, ganz wichtig. Und weil sonst rutscht man sowieso, bleibt man so in dieser Identität, ich bin traumatisiert, ist ja auch ein bisschen das Thema, ja, deswegen bin ich so hypersensibel und ich muss ganz fest auf mich aufpassen und auch die anderen müssen auf mich aufpassen. Das ist ein gefährliches Spiel, weil Hypersensibilität ist ganz oft, nicht immer, aber auch eine Traumafolge und alles, was zu viel ist, ist halt zu viel. Was hyper ist, ist zu viel. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dann auch sagst,
ob man bewusst, aber das ist oft erst später so in dieser Trauma-Aufarbeitungsphase möglich, eben wenn du viele Ressourcen auch erkannt hast, dass du dann schneller switchen kannst und sagst, okay, stopp, wo möchte ich mich jetzt hinorientieren? Möchte ich mich jetzt auf den schönen Baum im Garten oder auf die Vögel konzentrieren oder möchte ich wieder mich auf dieses erlittene Leid konzentrieren? Aber das ist natürlich ein Weg, das ist im Prozess immer wieder eine neue Ermutigung, die ich als Therapeutin mache, neue Erinnerung, schau mal, wie kannst du es noch sehen, wie kannst du es anders sehen, wo kannst du deine Aufmerksamkeit hinrichten. Also du triffst dann quasi eine Wahl, gehe ich ganz eine bewusste Wahl, gehe ich wieder in die Traumaschleife zurück oder wähle ich einen neuen Weg. Aber dafür muss natürlich vorher diese ganzen Mechanismen gelernt werden. Wie bringe ich Stopp rein zwischen Reiz und Reaktion, Selbstregulation. Aber das ist so ein Ziel, was im Laufe der Begleitung dann einfach möglich ist, dass du selber, das erlebe ich auch bei den Klienten, dass sie irgendwann selber sagen, jetzt stopp mal, jetzt will ich nicht schon wieder über meine Mutter nachdenken. Weil oft rutscht man ja dann wieder in die innere Kindrolle und fühlt sich wieder ohnmächtig, hilflos. Man ist in den ganzen Gefühlen drin, was damit verbunden ist, in den ganzen Empfindungen. Ich bin klein, ich bin zusammengezogen. Und allein indem du dich hinstellst und ausbreitest und mal dich strahlen lässt und dann was Gutes denkst, kannst du dann da auch eine neue Entscheidung treffen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber sei auch da geduldig, liebevoll und gnädig mit dir, weil das ist ein Prozess und das dauert einfach. Und dann ist natürlich auch so als Abschlusspunkt noch, wenn natürlich du noch ganz viele andere Lebensstressoren sozusagen hast, wie finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, ist es natürlich noch schwieriger, da auszusteigen, weil man verknüpft natürlich, ich habe das und das, weil meine Mutter damals so war, weil mich jemand total geschädigt hat, weil mein Partner mich geschlagen hat oder total gegaslightet hat oder emotional missbraucht hat und deswegen habe ich das immer noch und viele rutschen dann auch ab, dass sie nicht mehr arbeiten können, was völlig verständlich ist und oder gesundheitliche Probleme kriegen und das ist dann schon eine ganz andere Herausforderung nochmal, damit umzugehen oder auch wenn jemand in einem Beruf ist, der sehr, sehr stressig ist. Also ist natürlich dann die Gefahr, dass man sehr schnell wieder aus dem Stressgefühl heraus angetriggert wird, weil du weißt ja irgendwo, dass im Notfall sofort das Gehirn die gewohnten Bahnen geht und du wirst angetriggert und dich erinnert es an eine frühere Situation und sofort gehst du wieder die alten Gehirnautobahnen, weil das Gehirn halt das am schnellsten abrufen kann, weil es so in den neuronalen Netzwerken verknüpft ist. Und darum ist so wichtig, dass du wirklich da auch schaust, dass du da vielleicht eine Veränderung reinbringst. Wenn es irgendwie möglich ist, halt im Notfall staatliche Hilfe kurze Zeit, dass du weniger arbeiten kannst oder wegen soziales Umfeld einfach die Hilfe suchst oder dass du da ein bisschen mehr Unterstützung hast, weil das ist ganz wichtig, weil wenn wir gestresst sind, nochmal betonen, dann ist eine Selbstregulation noch schwieriger, wenn von außen ständig ganz viel einströmt. Und dann ist halt einfach wirklich, hol dir dann wirklich noch mehr Unterstützung, scheu dich nicht und sag ja nicht oder mach dir ja nicht den Vorwurf, jetzt habe ich so lange schon an mir gearbeitet, es muss doch irgendwann mal vorbei sein, irgendwann muss doch mal Ruhe sein mit der Kindheit, irgendwann muss doch mal die Themen aufgearbeitet sein oder im Außen sagen dir das Leute, jetzt hör mal auf, jetzt ist doch das alles schon so lang vorbei und sowas. Bitte. Hör da nicht drauf, sondern hol dir Unterstützung, weil es geht dann meistens auch viel schneller, wieder da rauszukommen aus diesem Traumasumpf, aus dieser Traumaschleife. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man den ganzen Faktoren berücksichtigt, dass man im Umfeld eben schaut und dass du dir Hilfe holst, im sozialen Gefüge vielleicht auch oder ein bisschen weniger arbeitest, was auch immer, so die ganzen Punkte, was ich jetzt erwähnt habe. Und erzähl mir doch in den Kommentaren, was dich zum Beispiel besonders stresst oder was bei dir zu einer Retraumatisierung führt, welche Trigger da auftauchen. Es können ja auch Gerüche, Geräusche sein, die dich total überfluten und wieder runter
fallen lassen, sozusagen, oder zurückfallen lassen. Also erzähl es mir doch in den Kommentaren, schreib es, und wenn du Fragen hast, kannst du gerne auch die in die Kommentare schreiben. Und bis dahin, ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Pass auf dich auf, deine Beate. Tschüss.